jetzt fertig geworden mit dem Ganzen. So sieht das schöne Fahrzeug aus. Gar nicht mal so klein. Eine wunderbare Federung hat das Ganze hier. Also da bin ich sehr zufrieden. Und sehr schön gemacht. Sieht man recht gut. Federt einiges. Also das ist schon mal cool. Ein paar Ersatzteile sind auf jeden Fall auch geblieben. Und was wir hier jetzt noch haben, ist diese Antenne, die könnt ihr vergessen. Für was ist das gut? Ich habe das, glaube ich, jetzt irgendwo hier weggeflogen schon. Ja, sieht man wunderbar. So, die Antenne soll natürlich hier darstellen, dass das hier Fang bekommt, das Ganze. Aber es ist so sinnlos, wie es nur sinnlos sein kann. Wenn man das Ganze kopfüber überdreht, wenn er sich überschlägt, verliert er diese zwei Teile sofort. Da hält das nicht. Das ist ja für nichts und wieder nichts. Also braucht man nicht gleich mal weglassen. Ist für nichts gut, würde ich sagen. Gut. Und sonst, was haben wir noch? Wir sollen jetzt mittlerweile die App runterladen. Das Fahrzeug ist fertig. Die Sticker habe ich nicht drauf getan, bewusst nicht. Die gehen ja sowieso wieder flöten, wenn wir draußen damit unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, ob es für draußen gemacht ist. Irgendwo habe ich es gesehen. Es sollte auf jeden Fall nicht ins Wasser kommen. Kommt es aber auch nicht. Und hier sieht man auch schon ein bisschen hügeliges Gebiet. Und ich würde sagen, für draußen wäre das natürlich schon buggy, der nicht rauskommen darf. Wäre schade. Gut, was haben wir jetzt noch? Wir müssen jetzt mal die App runterladen. Das werden wir gleich mal machen. Ich habe ein iPhone und mit dem gehen wir jetzt in den App Store. Wir laden uns hier die Lego irgendwas herunter. Mal eingeben Lego. Mal schauen, ob wir es gleich finden. Lego Technik Control sollte es sein. Ja, sieht das gleiche Zeichen. Ist es schon. Mal das Ganze runtergeladen. Tätigen und los geht's. Gut, es lädt jetzt und in der Zwischenzeit haben wir auch kurz Zeit, dass wir die Batterien reinschmeißen. Ihr habt hier unten das Batteriefach. Öffnet ihr ganz einfach mit zwei Fingern hier, keine Schrauben, gar nichts. So, geht das. Ja, genau. Hier die Laschen zusammendrücken. Dann geht das Ganze auf. Spannend. Hier ist noch ein Fach, das könnt ihr hier so rausnehmen und dann habt ihr den Platz für die Batterien. So, mal schauen, wie sie Platz haben. Wunderbar, schön reindrücken, dann klickt es recht schön. Hier, hier und hier. Dann haben wir das ganze Batteriefach schön belegt und dann setzen wir es wieder ein. Die Kontakte hier, die zwei, sind die zwei hier oben. Unbedingt aufpassen, dann sollte nichts schief gehen. Reinschmeißen, Klappe zu. Und damit hätten wir die Batterien im Fahrzeug. Jetzt haben wir die App schon runtergeladen. Machen wir gleich mal auf. Okay, Control. Und gleich umkippen hier. So. Was wollen wir denn fahren? Wir haben jede Menge Fahrzeuge, die wir auswählen können. Und wir haben natürlich hier diese Buggy-Geschichte. Einmal auf Drive geklickt, es verbindet oder es ladet gerade zumindest irgendwas. Möchte Bluetooth verwenden, darf es. So, den grünen Knopf drücken, um es einzuschalten. Ein blaues Licht ist uns erschienen, das ist cool. Connecting und sagt er: New firmware available, please. Update, ja, Update machen wir sofort, kein Problem. Es geht ziemlich schnell, das Ganze zum Verbinden, also das ist schon mal super. Es leuchtet jetzt grün, blau, rot. Und es macht das ganze Update jetzt unbedingt abwarten, hier nichts abbrechen, nichts ausschalten, sonst könnt ihr das Ganze kaputt machen. Und es dauert schon ein Weilchen, das ist gut so. Vielleicht haben sie irgendwas noch optimiert von der Leistung her, von der Steuerung her. Das ist gut.
Was ich noch gleich mal sagen kann, solange das hier ladet, wenn wir hier nochmal schauen, die Fahrzeughöhe ist ziemlich hoch, da ist schon ein Reifenflöten gegangen. Ich glaube, den muss ich fast verkehrt rum aufsetzen, habe ich vielleicht falsch rum aufgetan. Drehen wir gleich mal um, nicht, dass uns das unterm Fahren passiert. Ja, aufpassen. Und vorne ist es, glaube ich, ganz egal, aber hinten müsst ihr zumindest ein bisschen aufpassen, dass es nicht runtergeht. Ja, das sollte schon passen. Es bewegt sich relativ schön, also das ist auch okay. Federung ist unter. Die Fahrzeughöhe selber, die Höhe ist ziemlich cool. Also das Ganze hat hier wirklich viel Platz zum Federn. Also jetzt schleift nicht, ihr könnt hier direkt, ihr seht schon, ich komme mit der Hand komplett rein. Das ist super, viel Bodenfreiheit haben wir. Ja, und wenn wir das gleich probieren, draußen regnet es. Ich muss mal schauen, ob ich damit heute noch fahren kann. Wir werden das gleich sehen, das ist kein Problem. Das Update haben wir fast fertig geladen. Was haben wir noch hier Schönes? Sonst bautechnisch hat es ja eh nichts gegeben hier. Und irgendwelche Hinweise. Entsorgung und sonstiges. Alles cool. Und sonst ja hier sieht man nochmal die Batterien, wie man sie richtig einlegt. Die Teile, alles cool. Also ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ziemlich easy zum Bauen gewesen. Hat doch recht viel Spaß gemacht. Die Farben hier, okay, das ist Geschmackssache. Ich mag das rosa-blau hier überhaupt nicht. Cooler wäre es gewesen in einem kompletten Schwarz, aber natürlich für Kinder und für Jugendliche sollte es ein bisschen quietschbunt sein. Aber das passt schon so. Wir haben jetzt das Firmware-Update schon fertig gemacht. Einmal das Ganze bestätigen. Press Green Button nochmal, will er das Ganze haben, haben wir gemacht. Er verbindet sich wieder. Und connected, er ist jetzt verbunden. Let's set up your model. Okay, ein paar Einstellungen sollen wir machen hier. These ensure wheels are fully pushed in a long axle. Also ja, sie sind komplett auf die Achse rauf. So, jetzt. Oh, jetzt macht er einen Test. Links, rechts, links, rechts. Oh, das ist cool. Seht ihr das? Ah. Hat er kalibriert. Finde ich cool. So, complete. Visit the mechanic when maintenance is needed. Okay, keine Ahnung. Let's learn how to operate your RC buggy. Okay. Wie mit den fahren sollen, lernt er uns jetzt. Okay. 2 Meter vor, 2 Meter zurück. Es sollte nichts im Umlauf sein. Wie am Schreibtisch wird das ganz schön schwierig werden, dass hier nichts im Weg ist, aber okay. Und jetzt haben wir hier Joystick Control. Okay, er ist jetzt zurückgefahren. Okay. Er möchte hier fahren. Hier ist die Bremse. Vorne fahren, bremsen. Und bremsen. Okay, hier ist die Bremse, hier ist das Gas. Wir haben ja nicht so viel Platz. Also das geht nicht so easy hier, aber wir probieren es trotzdem. Räder fährt er zurück. Ui, der ist schnell. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Wir hier nichts kaputt machen. Beziehungsweise wir heben das Ganze ein bisschen auf oder wir drehen das Ganze jetzt mal um und können trotzdem hier mal probieren. Ganz schön tricky hier. Okay, nach vorne fahren und dann bremsen, okay, ist klar. Und hier haben wir ein paar Infos zum Buggy selber. Auch das ist cool, da ist ein Sensor verbaut, der uns sagt, was für einen Winkel wir haben, oben, unten. Okay, sagt er mal Stopp, nee, ist ganz egal, wir können ihn drehen, wie wir wollen. Super Geschichte, auch eine coole Sache.
Was sollen wir hier changen? Ach, zwei, ja, genau. Das wollte ich schon sagen. Gefällt mir nicht mit dem Einrad. Das ist wieder doch viel besser. Okay, also wir brauchen, auf jeden Fall brauchen wir zwei. Weil ich komme hier nach oben und unten die ganze Zeit, ist ein Blödsinn. Aber hier können wir schön lenken. Und hier können wir Gas geben und zurück. Ja, super. Wirklich toll. Und hier können wir wieder changen und können hier ein paar Sachen noch machen. Auf jeden Fall hier Hupe. Okay. Wollen wir jetzt nicht bewerten natürlich, lasst uns doch kurz spielen damit. So, also auf jeden Fall haben wir hier die ganzen Hupen, die es gibt. Das ist cool. Hier können wir die Fahrt, die Controller-Eingabe ändern. Dann haben wir zwei Sachen hier, mit zwei Daumen können wir das steuern. Das ist viel besser, finde ich. Für mich zumindest mit den großen Fingern und ich mag das nicht. Immer so komisch. Okay, also das Ganze fährt auch. Und wir werden jetzt nochmal... Hier gibt es irgendein Battle-Zeug und irgendwas zum Erledigen und zu machen. Okay, hier können wir hier irgendwas auswählen. Ja, irgendwas zum Spielen hier noch. Alles klar. Gut, brauchen wir nicht. Ich will hier nochmal, wo ist er denn, zur Fahrt gehen. Ja, hier fahren wir. Wir können natürlich hier irgendwelche Spielchen noch machen. Das kann ich dann gerne noch anschauen. Oder wenn ihr wollt, mache ich euch gerne noch eine Review dazu. Aber das brauche ich jetzt nicht. Irgendwelche Spielchen draußen ist es auch nicht so schön zum Fahren selber. Also lasse ich es mal, glaube ich, fürs Erste. Und eventuell werde ich meine GoPro, weil was ich jetzt damit vorhabe, es ist ja ziemlich cool hier, dass es so umher steht. Aber es gibt gewisse Szenen. Es ist recht cool, wenn man hier eine GoPro rauf tut und das sollte recht gut funktionieren. Das werde ich dann machen und euch auch gleich mal zeigen. Und ja, also Buggy, coole Sache, Antenne wegschmeißen, Buggy selber funktioniert, fährt rückwärts, vorwärts, links und rechts. Die Motoren, ja, alles schaut cool aus. So, jetzt gibt es noch ein kurzes Video aus der Tiefgarage. Deswegen, wir fahren gleich mal los.
werden wir mal probieren und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.